Einen wunderschönen guten Morgen, es ist 10 Uhr und wir starten in den Tag. Heute steht die Fahrt an zum Grand Canyon. Wir wollen uns Horseshoe Bend angucken und ja, den Canyon selber. Danach wieder zurück nach Flagstaff. Also ja, einiges an Kilometern, die der Julian heute reisen will. Ja. Ja. Ich glaube, wir wechseln uns aber ab. Also ich lasse ihn nicht ganz alleine fahren. Ah, das ist ja nicht. 35 Grad hier schon fast am Morgen. Geht ab, deswegen wir fliehen in die Kälte. Im Grand Canyon sind es nur 20 Grad, dementsprechend ja, perfekt für uns Weißbrote. Wir sind jetzt an der Tankstelle mitten auf dem Weg und in Amerika ist das so, wenn du tanken willst, dann musst du nämlich zuerst bezahlen, steht dann hier immer drauf, please pay first, wenn das halt so eine alte Tankstelle ist, steht da oben hier, was die Gallone kostet und so, und da musst du erst reingehen, musst du erst da hinten rein, da ist der Julian jetzt gerade reingegangen, und dann erstmal bezahlen, musst du denen sagen, für wie viel, wir haben jetzt $30 gesagt, beim letzten Mal haben wir für $27 bezahlt, beziehungsweise getankt. Wenn man das nicht weiß, ist das halt recht ungewohnt. Bei modernen Tankstellen packst du einfach nur die Kreditkarte rein und dann passt das halt schon. Aber ja, jetzt hier ist das ein bisschen anders. Also mal gucken, wie sich der Julian schlägt. Und? Hat sie dich verstanden? Ja, alles easy. Alles easy? Wir können uns aber ein paar leckere Sachen kaufen. Meinst du? Leckeres Eis, Kaffee. Mm. Ja, Kaffee klingt nicht schlecht. So, jetzt die Frage, wie geht das Ding auf, ne? Aber bei einem Ford. Na, er hat's gefunden. Richtig! Kräftig! So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen essen, noch ein paar Reese's Treats. Ruhig die Dinger, ne? So, wir sind jetzt hier in der Nähe vom Grand Canyon in Page und bevor wir jetzt zum Grand Canyon gehen, gehe ich zum ersten Mal zu Jack in the Box. Ist ein bisschen lauter hier, weil die hier bauen. So, da ist Jack in the Box, da ist Julian und wir probieren jetzt die Burger. Ah!
Richtig geiler Fail. Wir haben jetzt hier unser Essen mitgenommen, weil wir dachten, dass es der letzte Bus hier zum Horseshoe Bend um 4 Uhr fährt, so wie es im Internet stand. Ist aber nicht so, fährt um 6. Wir haben das erst gecheckt. 10 vor ist es quasi, ja, 7 vor ist es jetzt. Deswegen sind wir schnell hier hingefahren, haben gedacht, packen es in den Rucksack und essen es da. Ja, aber jetzt sagt der Typ, um 6 Uhr geht der letzte Bus. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit, um in Ruhe zu essen. Schön stilvoll im Auto. Beste. Kinder, traut niemals im Internet in Amerika. Denn in den Seiten, da steht immer irgendein Schwachsinn drauf. Also, aber nicht drauf verlassen. Was ist das? Chili Cheese oder was? Bacon Cheese. Bacon Cheese? Holy shit. Fuck, da sind ja Löcher drin. So, komm, ich nehme mal meinen Burger an. Oh, es läuft hier auch schon an den Seiten raus. Herrlich. So. Ja. Sieht gut aus. Und? Meiner ist ein bisschen trocken. Wieder ohne Soße, so wirklich? Ja. Ich glaube, ein bisschen Ketchup ist drauf. Ja, der ist halt wirklich McDonald's-mäßig so. Mhm. Ja. Ja. Meine ganzen Potatoes sind ganz geil. Direkt auf dem Parkplatz. Beim Burger essen. Tommy überwindet seine Ängste. Schaff? So, wir sitzen jetzt hier am Horseshoe Bend. Richtig krasser Ausblick hier. Und chillen noch ein bisschen. Ein paar Leute sind hier hingekommen, haben ein Foto gemacht und sind direkt wieder abgehauen. Wir haben uns entschieden, hier noch ein bisschen die Zeit zu verbringen, bis der letzte Bus kommt. Scheiß Touristen, ne? Ja, dein Eindruck? Ja, die machen hier nur Fotos die ganze Zeit und genießen es gar nicht hier. Wir haben natürlich überhaupt keine Fotos gemacht. Gar keine. Wir sind nur für die Natur hier. Genau. Und für uns. ja, aber hat sich echt gelohnt. Also. Und Tommy hat seine Höhenangst so ein bisschen überwunden. Sagt also, genau der Richtige. Sagt genau der Richtige. Ich stand auf dem höchsten Felsen. Ja. Ganz oben. Ich war richtig mutig. Trotzdem. Ich bin nicht besser. Hier vor allem, hier geht es ja auch schon runter, ne? Ja. Also wir sind schon sehr mutig. Also für unsere Verhältnisse sind wir sehr mutig. Oh ja. Hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Also wenn ihr hier Grand Canyon oder so sehen wollt, auf jeden Fall Horseshoe Bend mitnehmen. Auf jeden Fall. Beste.
So, wir sind angekommen in Flagstaff. Es ist schon dunkel draußen und wir gehen jetzt in unser Hotelzimmer. Und ja, dann gehen wir pennen und morgen geht's dann weiter zum Grand Canyon und Route 66. Also bis morgen.